Als Historiker und Archäologe ist der Wiener Untergrund besonders interessant, weil gerade die Thematik über den Wiener Untergrund und nur die noch verbliebenen Relikte, die unterirdischen Räumlichkeiten und auch die alten Fabriksgebäude, die alten Firmen, die sind natürlich auch schon archäologisch zu betrachten. Und die sogenannten Lost Places in Wien sind natürlich auch archäologisch ein Thema, das in Zukunft immer mehr greifen wird, weil nicht nur die Vergangenheit und die Gegenwart, sondern das Thema greift auch weit in die Zukunft hinein, dass man diesen Teil der Stadt Wien, diesen verschütteten, diesen geheimnisvollen, diesen Platz auch historisch festhält.